Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Viele mögen ja gar nicht drüber reden. Beim Gang auf die Toilette, beim Stuhlgang tut es höllisch weh. Oder es blutet aus dem After. Der Hausarzt sagt, dass es sich vermutlich um Hämorrhoiden handelt. Aber es kann ja auch etwas ganz anderes sein. Die gute Nachricht ist, man kann gegen alles etwas tun. Bei mir ist Tim Gessmann. Er ist Oberarzt in der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Gessmann. Dankeschön, sehr gerne. Fangen wir an mit den Schmerzen. Wenn es beim Stuhlgang höllisch wehtut, was kann es denn sein? Es ist in der Tat so, wie Sie sagen, häufig kommen die Patienten, haben schon ihre Diagnose, die Hämorrhoiden, entweder durch den Hausarzt oder selbst gestellt. In der Tat ist gerade bei Schmerzen die Hämorrhoide eher hinten anzusiedeln. Meist sind das akutere Erkrankungen, die diese Schmerzen verursachen. Wir haben sehr häufig Fissuren zum Beispiel, Analfissuren. Wir haben Abszesse, also entzündliche Veränderungen, die auch akut und schnell auftreten, sehr schmerzhaft sind. Und wir haben zum Beispiel Perianalvenenthrombosen, was im Volksmund auch als äußere Hämorrhoiden bezeichnet wird, in der Tat für uns aber keine richtigen Hämorrhoiden sind. Das sind eigentlich so die drei Hauptpunkte, wo es schmerzt. Die Hämorrhoide, wie Sie gemerkt haben, ist eigentlich gar nicht dabei bei den Schmerzen. Wo gehört die denn hin? Zu welchen Symptomen? Es wäre, die Hämorrhoiden selber fallen eher auf, wenn es zum Beispiel Blut beim Stuhlgang gibt. Das ist das Häufigste. Es kann ein bisschen nässen und jucken, aber dieser akute Schmerz, der beim Stuhlgang auftritt, ist eher selten. Wenn bei höhergradigen Hämorrhoiden, die können auch mal prolabieren oder auch mal thrombosieren, herauskommen und thrombosieren, dann tut das auch weh, aber das ist eher selten. Ja, Blut im Stuhl ist ja, lernt man ja so, ist ein Alarmsignal. Wenn also jemand mit Blut im Stuhl kommt, dann sagen Sie, ja, das sind Hämorrhoiden, machen wir kein Problem. Oder gucken Sie noch mal genauer? Es ist in der Tat so, es ist ein Alarmsignal, auch für die Patienten. Die sind sehr erschrocken, es sieht immer sehr dramatisch aus. Das treibt die Patienten dann letztendlich auch, wenn immer eine gewisse Scham da ist, dann auch zum Arzt. Und in der Tat ist das nicht umsonst so, dass wir uns erschrecken, wenn Blut da ist, sondern man soll auch ein bisschen vorsichtig sein. Es ist wirklich so, dass in den allermeisten Fällen Hämorrhoiden die Ursache sind für diese Blutung. Das ist dann harmlos. Man muss aber bei Blutung aus dem Darm immer im Hinterkopf haben, dass es auch weiter oben im Darm liegend eine Ursache geben könnte. Das können auch gutartige Dinge sein, aber es können eben auch Tumore sein, die dann unentdeckt bleiben, wenn der Patient oder wenn der Behandler denkt, das Blut kommt von den Hämorrhoiden, wir brauchen uns da nicht weiter darum zu kümmern. Ja, und wie schließen Sie das aus? Letztendlich hat das zur Folge, und so wird es auch empfohlen, dass eigentlich jeder Patient, der Hämorrhoiden hat, wenn er blutet, dennoch eine komplette Darmspiegelung haben sollte, um zu gucken, dass nicht noch eine andere Erkrankung, die sonst auch durch Blutungen auffallen würde, dahinter steckt. Wenn die Patienten in den letzten 5 Jahren Darmspiegelungen hatten, dass alles unauffällig war, dann muss man das natürlich nicht unbedingt wiederholen. Aber wenn dort noch keine Voruntersuchung war, muss eigentlich zunächst mal die Darmspiegelung kommen, damit wir sicher sind, dass wirklich das Problem die Hämorrhoiden sind und dass wir damit auch das Problem dann wirklich behandeln. Kommen wir zu den Therapien. Wir hatten ja eingangs gesprochen von dem Symptom Schmerz und von Fissuren. So eine Fissur, was ist das genau? Ist ja so ein Riss eigentlich in der... Letztendlich ganz einfach ein Riss in der Haut am Anus. Häufig verursacht durch festen Stuhlgang bei Patienten, die zu Verstopfungen neigen. Und dieser Riss ist eben sehr schmerzhaft, weil die Haut rund um den Anus sehr gut mit Nerven versorgt ist. Im Prinzip genauso wie die Lippen oder fast so wie die Fingerbeeren. Und dadurch werden auch kleinere Verletzungen dort natürlich sehr schmerzhaft. Die meisten kennen das, wenn man einen kleinen Schnitt am Finger hat, der quält dann auch wahnsinnig. So ist das bei diesen Fissuren im Prinzip genau das Gleiche. Und was machen Sie dann? Wenn das akut ist, wenn das frisch ist, muss man da in den allerwenigsten Fällen chirurgisch tätig werden. Es ist dann eher so, dass man durch Stuhlregulation die Ursache für diese Risse natürlich wegnehmen sollte. Das heißt, die Patienten sollen viel trinken, bei der Ernährung auf faserreiche Kost achten, können die Ernährung unterstützen, zum Beispiel durch Flohsamenschalen oder Ähnliches. Und wir versuchen, diese Risse, diese Wunden zur Abheilung zu bringen. Das Problem ist, dass durch diesen ständigen Schmerzreiz die Patienten
unbewusst eine dauerhafte Anspannung des Schließmuskels haben. Und durch diese dauerhafte Verkrampfung des Muskels ist die Durchblutung sehr schlecht. Und das ist ein chirurgisches Grundprinzip. Wunden, die heilen sollen, müssen gut durchblutet sein. Und so versuchen wir dann durch zum Beispiel Salben, die dafür sorgen, dass sich der Schließmuskel etwas entspannt, die Durchblutung zu verbessern und das zur Abheilung zu bringen. Ja, wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, das ist ja, Sie machen ja immer einen großen Unterschied zwischen akut und chronisch. Das heißt also, wenn es lange jetzt diesen schlechten Zustand hat, was machen Sie dann? Letztendlich versuchen wir, oder die Definition ist, dass man 6 bis 8 Wochen das versucht so zu therapieren. Wenn man dann sieht, dass es nicht abheilt, haben wir meist auch klinische Zeichen, die Wunden vernarben. Es bilden sich so kleine Hautfalten, Marisken, die Wunden heilen nicht ordentlich ab. Und dann muss man doch chirurgisch tätig werden. Das ist keine große Operation, aber es ist eben schmerzhaft, weshalb wir das in der Regel in Narkose machen. Und man wird dann einfach aus dieser chronischen, kleinen, nicht heilenden Wunde eine etwas größere, aber frische und gut durchblutete Wunde machen, die dann eben abheilen kann. Ja. Ein weiteres Krankheitsbild, das Sie ansprachen in Verbindung mit Schmerz, sind Abszesse. Das ist ja was ganz anderes. Da kann es etwas komplizierter werden bei diesen Abszessen. Das sind akute Entzündungen. Das sind auch Krankheitsbilder, die wir als etwas bedrohlicher ansehen, die man sofort behandeln muss, unabhängig von den Schmerzen. Denn wenn diese Abszesse sich ausweiten oder unbehandelt größer werden, kann das bis hin zur Blutvergiftung gehen. Es ist gerade hinten rund um den Enddarm gibt es Schichten, in denen sich diese Entzündung ausbreiten kann, ohne dass man das von außen unbedingt sieht. Und das kann dann in der Tat gefährlich werden, sodass für uns diese Abszesse immer eine notfallmäßige Indikation sind, zu sagen, wir müssen jetzt notfallmäßig operieren. Was genau ist ein Abszess? Ich weiß nur, es hat was zu tun mit Eiter. Da bildet sich eine Eiterbeule. Im Prinzip sind Abszesse einfach Eiterbeulen. Eine Entzündung, die durch Bakterien hervorgerufen wird, wird durch Blutzellen bekämpft. Die bilden eben diesen Eiter. Und der Körper versucht, das abzukapseln, damit eben nicht das passiert, dass die Entzündung auf den ganzen Körper übergreift, eine Blutvergiftung entsteht. Und diese Abszesse am After entstehen in weit über 90% der Fälle durch sogenannte Analfisteln. Das heißt, man hat kleinere Löcher innen im Darm an Stellen, wo früher einmal Drüsen waren. Das kann jeden Menschen betreffen. Da gibt es keine besondere Prädisposition, also niemand, der da besonders zu veranlagt ist. Und dadurch gelangen eben Bakterien oder letztendlich Stuhlgang durch diese kleinen Löcher in das Gewebe zwischen der Schließmuskelschichten und dann bildet sich nach und nach so ein Abszess. Wir gehen davon aus, dass sich das über Monate oder Jahre hinzieht, dieser Prozess. Und irgendwann kommt dann ein großer Abszess, eine große Eiteransammlung und das ist sehr schmerzhaft. Man hat typische Symptome, es ist warm, man kriegt Fieber, es ist rot. Das ist dann der Moment, wo die Patienten ins Krankenhaus kommen. Und was machen Sie? Es gilt immer, man muss die Entzündung rauslassen, man muss ein Loch schneiden, man muss den Eiter ablassen. Dieses Loch muss auch offen bleiben, man kann das nicht wieder zunähen. Und wie ich schon sagte, häufig sind Fisteln die Ursache. Das heißt, wir suchen in der Operation nach diesen Fisteln, nach kleinen Verbindungen innen in den Darm. Und wenn wir die finden, müssen wir sie im Prinzip markieren und drainieren, dass wir sie nicht verlieren. Denn wir können sie in dieser ersten Operation nicht versorgen operativ. Wenn wir versuchen, das zu nähen, dieses entzündliche Gewebe, es wird alles einreißen, die Löcher werden noch größer werden, sodass wir kleine Fäden oder Gummibänder dort durch diese Löcher ziehen. Und dann schickt man den Patienten, wenn er nach 2, 3 Tagen das Krankenhaus verlässt, erstmal für 3 Monate weg und lässt das alles ganz zur Ruhe kommen. Diese Fisteln werden sich dann, diese Abszesshöhlen, diese Fisteln langsam verkleinern und sich um dieses Gummiband, das wir da eingelegt haben, schließen. Und letztendlich hat man nur noch einen feinen Kanal, der nicht entzündet ist. Und dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen zu sagen, jetzt versuchen wir das operativ zu versorgen, damit eben diese Abszesse nicht immer wiederkehren. Wenn man das nicht macht, hat man eine große Gefahr, dass immer wieder diese Abszesse auftreten. Ja, also das ist schon eine langwierigere Behandlung, die
auch unter Umständen wiederkehrend sein kann. Und so ist es. Diese Fisteln zu verschließen ist auch nicht so einfach. Man muss Schleimhaut im Darm mobilisieren, damit diese Löcher verschließen. Auch da haben wir leider eine relativ hohe Quote von Rezidiven, also von einem Wiederauftreten, dass diese Löcher wieder aufgehen, sodass die Patienten häufig eine längere Leidensgeschichte haben, viele Operationen haben und wirklich viel Geduld und Mut aufbringen müssen, bis irgendwann letztendlich man das in den Griff bekommen hat und das verschlossen ist. Bei den äußeren Hämorrhoiden ist es, glaube ich, ist die Behandlung leichter, oder? Die äußeren Hämorrhoiden, genau, das ist etwas, wo man im Prinzip die Behandlung je nach Größe des Befundes zielgenau anpasst. Diese Hämorrhoiden werden in verschiedene Grade eingeteilt. Letztendlich sind Hämorrhoiden einfach Blutpolster, die jeder Mensch in seinem Enddarm hat. Also man wird das bei jedem finden. Und erst wenn die vergrößert sind und Probleme machen, sprechen die Menschen eigentlich von Hämorrhoiden. Jetzt kann das leicht vergrößert sein, man sieht von außen nichts, es blutet ab und zu. Da ist der Behandlungsbedarf im Prinzip relativ klein und der Behandlungswunsch durch die Patienten häufig auch noch gar nicht so groß gegeben. Man kann dann aber mit kleineren Maßnahmen wie Verödung oder sogenannte Gummibandligaturen das behandeln. Das geht auch ohne eine Vollnarkose, das kann man ambulant machen. Je größer diese Hämorrhoiden dann werden, desto schwieriger wird es. Und ab einer gewissen Größe, muss man dann doch sagen, wird man sie ohne richtige chirurgische und operative Maßnahmen dann nicht mehr behandeln können. Und da ist es wie bei den meisten proktologischen Erkrankungen, es ist einfach ziemlich schmerzhaft dort hinten alles. Und da ist dann eine Operation in der Tat in Vollnarkose indiziert. Ja. Lassen Sie uns doch kurz über die Hämorrhoiden sprechen. Also sprich über die Geschichte, die ja mit so viel Blut verbunden ist und weniger mit Schmerzen. Auch da ist es ja, glaube ich, so, je größer die Hämorrhoiden, desto eher wird man operieren müssen. So ist es, genau. Also letztendlich ist das keine gefährliche Erkrankung. Der Wunsch nach Behandlung kommt vom Patienten und es richtet sich nach den Beschwerden, die der Patient hat. Je größer die Hämorrhoiden sind, desto mehr Beschwerden macht das auch. Und ab einer gewissen Größe ist dann eben die Operation angezeigt. Genau. Gute dabei ist, ja, wenn man sie dann operiert, hat man eigentlich gute Methoden, wenn man die Operationsmethode passend zum Befund wählt, dass dann die Sache auch wirklich erledigt ist, die Patienten nicht wieder Probleme bekommen, sondern im Prinzip dann Ruhe haben. Ist ja auch eine gute Nachricht. Ja. Ich glaube, ich muss gar nicht stationär zu Ihnen kommen, ich kann auch ambulant kommen, richtig? Das ist so. Wir haben bei uns in St. Georg eine Kombination. Ich bin nicht nur als Oberarzt in der Klinik tätig, ich bin zu einem Viertel auch im medizinischen Versorgungszentrum tätig, habe da eine Sprechstunde und kann eben gerade in diesem Gebiet der Proktologie, ist das sehr sinnvoll, die Befunde eben stadiengerecht behandeln. Ansonsten wäre ich als Krankenhausarzt bei diesen kleineren Befunden, wäre ich ja im Prinzip gezwungen, die Patienten wieder weiterzuschicken. Mhm. So kann ich passend die richtige Therapie auswählen und kann entweder ambulant behandeln im medizinischen Versorgungszentrum oder je nachdem, wie weit das geht, bis hin zu großen, komplexen Inkontinenzoperationen oder Ähnlichem. Mit Diagnostik, MRT etc. Das können wir alles dann bei uns in der Klinik machen. Das ist für uns natürlich ein Luxus, dass wir da im Prinzip das ganze Paket anbieten können. Und das wird von den Patienten und von den Hausärzten natürlich auch ganz gerne angenommen. Ja, könnte ich mir nur vorstellen, ich als Frau, womöglich möchte ich mich bei diesem fragilen Thema doch lieber behandeln lassen, auch von einer Frau. Können Sie das dann auch bieten? Das ist natürlich auch dadurch, dass wir eine größere Klinik sind, mit mehreren Ärztinnen und Ärzten. Meine Chefin, Frau Professor Tonus, hat auch die Zusatzbezeichnung Proktologie. Unsere Assistenzärztinnen sind auch viel im OP bei proktologischen Operationen und bei den Untersuchungen in der Sprechstunde. Wir haben auch die Weiterbildung für diesen Zusatzschwerpunkt Proktologie, sodass wir eigentlich in der Tat immer erfahrene Ärztinnen dort haben, die Befunde sowohl beurteilen können, als letztendlich dann auch adäquat behandeln können. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitte gerne, vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube.
werden Sie gesund.